bounds. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wollte ich einfach mal den zweiten Teil von der Würfelwelt vorstellen. Wer nicht weiß, worum es geht, ich verlinke hier einfach mal ein Video. Da kommt ihr zum ersten Teil, der kam im Januar 2014 irgendwann raus. Und da geht es halt um das Buch Würfelwelt von Karl Olsberg. Der ist ein Minecraft-Roman und ja, jetzt wollte ich einfach mal hier das Buch Zurück in die Würfelwelt von Karl Olsberg vorstellen, welches jetzt kein Minecraft-Roman an sich mehr ist, sondern ein Computerspiel-Roman. Und ich habe es noch nicht reingelesen, aber ich fand den ersten Teil schon richtig geil und da habe ich mir gedacht, da unterstütze ich einfach mal den zweiten Teil direkt noch. Kam schon vor einiger Zeit raus. Ich habe es aber jetzt, wo ich das aufnehme, heute erst bekommen. Und ja, ich packe euch einfach mal den Amazon-Link unten in die Beschreibung. Da könnt ihr auch noch weitere Informationen dazu angucken und das, wenn ihr wollt, kaufen. Ich bekomme dafür kein Geld. Ist alles aus meiner eigenen Überzeugtheit. Und wie ich hier vorne gelesen habe, ist Concrafter in diesem Buch zu finden, in einem Gastauftritt. Und ja. Ja, und Gronkh und Minecraft ist auch enthalten. Ja, es geht um einen Jungen namens Marco, der im ersten Teil ein langes Koma hatte. Und in diesem Koma hat der Marco halt geträumt, dass er in einer in Minecraft halt ist. Und der ist halt gespawnt, also erwacht. Und hat eine komplett würfelige Landschaft und alles gesehen, wurde halt ganz genau beschrieben. Und er hat sich dann einfach irgendwann auf den Weg begeben und hat gegen Skelette, Endermen und alle möglichen Leute gekämpft. Und dann ist er halt gestorben. Und er kam wieder zu dem Spawnpoint und hat alles wieder von vorne erlebt und musste alle seine Erfahrungen von neu wieder sammeln in dem Traum. Und ich kann mich halt nicht komplett genau dran erinnern, was da drin vorkam. Das ist jetzt bestimmt ein Jahr her, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Aber so wie ich das hier verstanden habe, war das so halt. Ich kann ja kurz mal die Rückseite von dem alten Buch hier vorlesen. Und ja. Irgendwas stimmt nicht mit der Welt, in der sich Marco unvermittelt wiederbefindet, ohne zu wissen, wer er ist und wie er hierher kam. Erst nach einem Moment erkennt er, was ihn stört. Alles um ihn herum besteht aus Würfeln. Verfolgt von Skeletten, Zombies und explodierenden Gurkenwesen, muss Marco einen Ausweg aus der Würfelwelt finden. Denn er ahnt, dass nicht nur sein eigenes Leben bedroht ist. Ein außergewöhnlicher Fanfiction-Roman in der Welt des Spielehits Minecraft vom Bestseller-Autor Karl Olsberg. Ja, das war jetzt der erste Teil und jetzt lese ich mal die Rückseite vom zweiten Teil vor. Die Welt scheint wieder in Ordnung zu sein, als Marco nach seinem langen Koma endlich in die Schule darf. Doch warum kommt Amelie nicht zum Unterricht? Und was hat es mit den seltsamen Visionen auf sich, die Marco unvermittelt befallen? Zurück in die Würfelwelt ist die Fortsetzung des Erfolgsromans Würfelwelt vom Bestsellerautor Karl Olsberg. Ich habe mir gedacht, ich lese einfach mal das erste Kapitel mit euch zusammen. Den Rest werde ich alleine lesen und nicht so mit euch. Ihr solltet ja auch noch einen Grund haben, es euch selbst selbst zu kaufen. Das erste Kapitel kann man eigentlich
gut vorlesen, einfach weil auf Amazon ist das auch zu finden. Ich gebe das gerade bei Amazon ein. Deswegen so. Es gibt auch noch mehr. Ach, es gibt noch einen Teil, okay. Ja gut, es gibt schon scheinbar einen dritten Teil. Hier kann ich euch auch kurz noch was sagen. Der erste Teil Würfelwelt kam am 18. Juni raus. Und dann zurück in die Würfelwelt am 2. Februar. Und jetzt gibt es noch einen dritten Teil, Flucht aus der Würfelwelt, am 29. Oktober 2014. Ja, die Flucht werde ich mir auch mal bald noch holen. Aber jetzt erstmal halt zurück in die Würfelwelt. Kostet 7 Euro, also als Taschenbuch und Kindle Edition nur 6 Euro. 3 Euro meine ich. Ja. Jo, Leute. So. Ja. Das wollt ich. Jetzt lese ich einfach mal mit euch den ersten Teil vor und ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit in dieser einen Stimme reden kann. Ich versuch's aber möglich. Und ja. Ja, fangen wir an. Erstes Kapitel. Willst du nicht doch lieber noch ein paar Tage zu Hause bleiben? Meine Mutter sieht mich sorgenvoll an. Du bist ziemlich blass. Mir geht es gut. Mit einem Lächeln versuche ich zu überspielen, dass ich immer noch etwas wackelig auf den Beinen bin. Wenn man 4 Wochen im Koma lag, ist das ganz normal, nehme ich an. Aber um nichts in der Welt will ich heute zu Hause bleiben, jetzt, wo Amelie wieder da ist. Während ich noch im Krankenhaus lag, ist sie mit ihrer Mutter zu ihren Großeltern gefahren, die nicht in irgendeinem kleinen Kaff in den Bergen wohnen. Sie braucht mich jetzt, hat sie gesagt. Ich habe genickt, als mache es mir nichts aus, sie 2 Wochen lang nicht zu sehen. Wir haben jeden Tag miteinander geschattet, manchmal mehrere Stunden lang, aber das ist nicht dasselbe. Du bist so tapfer. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Mom gibt mir einen Kuss zum Abschied. Das ist auch nicht dasselbe. Ein kalter Nieselregen wäscht mir die letzte Müdigkeit aus dem Gesicht. Es tut gut, wach zu sein. Meine Schule liegt nur 1 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Nur? Okay. Ja, obwohl geht, okay. Ich lasse mal lieber diese Anmerkungen manchmal weg. Die nerven, glaube ich, ein bisschen. Während ich den gewohnten Weg entlang schlendere, wandern meine Gedanken zurück in die seltsame Welt in meinem Kopf, in der ich gefangen war. Bisher habe ich niemanden von meinen Erlebnissen erzählt. Nicht einmal Amelie. Ich will nicht, dass sie mich für verrückt hält. Außerdem hat sie noch nie Minecraft gespielt und hat keine Ahnung, was Creeper und Enderman sind. Doch jetzt wünschte ich mir, ich könnte meine Eindrücke und Erlebnisse mit jemandem teilen. Es fühlt sich alles immer noch so real an, als wäre ich wirklich dort gewesen. Orientierungslos am Würfelstrand, von Skeletten in einer dunklen Höhle, ratlos im Raum mit den vielen Hebeln, voller Ehrfurcht vor dem Thron des Todes, in Todesangst in der düsteren Halle des Wizards, verzweifelt auf dem Rücken des des Enderdrachen. Seit ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich nicht mehr am Computer gespielt. Ich weiß selbst nicht genau warum. Vielleicht hatte ich Angst, dass mir mein Lieblingsspiel keinen Spaß mehr machen würde, nachdem ich es so real erlebt habe. Möglicherweise habe ich auch einfach das Bedürfnis gehabt, die ganz normale, langweilige Realität zu genießen. Von Aufregung und Abenteuer habe ich jedenfalls erst einmal genug. Okay, Moment, kurz Pause. Okay, weiter. Als ich mich dem Schulgelände nähere? Okay, egal. Bekomme ich auf einmal einen Riesenbammel. Was soll ich zu Amelie sagen? Einfach Hallo? Ist das nicht ein bisschen wenig? Soll ich ihr einen Kuss geben? Wir haben uns geküsst, als ich aus dem Koma aufgewacht bin.
Aber was, wenn das bloß Dankbarkeit war, weil ich sie von ihrem bösen Stiefvater befreit habe? Vielleicht hat sie sich während unserer stundenlangen Chats in Wirklichkeit gelangweilt. Mal ehrlich, was könnte ein Mädchen wie sie schon an einem Typen wie mir finden? Vielleicht möchte sie, dass wir einfach nur gute Freunde bleiben. Mein Herz pocht bis zum Hals und mein Kopf ist wie leergefegt, als ich schließlich das Schulgelände betrete. Als erster kommt mir Jan grinsend entgegen. Marco! Mann, du hast ja uns allen einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Am liebsten würde ich ihm erzählen, dass mir auch ein paar ganz schöne Schrecken eingejagt worden sind. Er würde verstehen, wovon ich rede, wenn ich Nessa-Festungen und Gas erwähne. Wir haben zusammen viel Zeit auf einem Minecraft-Server verbracht. Wenn ich ihm erzählte, dass ich auf einem Altar gelegen habe, umringt von singenden Zombie-Pikmin-Mönchen. Also die Erinnerungen kommen gerade wieder und ich muss einfach nur lachen. Er würde ganz große Augen machen. Während wir zum Hauptbahnhof gehen, schweift mein Blick über den Schulhof, der in trübes, gelbes Flutlicht getaucht ist. Amelie ist nirgendwo zu sehen. Vielleicht ist sie schon im Gebäude. Sie geht in eine Parallelklasse. Ich werde also bis zur ersten Pause warten müssen. In der ersten Stunde haben wir Bio bei Frau Paulsen. Boah, Bio, da regt sich... Da kommen ganz schlimme Erinnerungen. Okay. Sie ist normalerweise ziemlich streng und wir mögen sie nicht besonders. Doch als sie mich sieht, kommt sie auf mich zu und erkundigt sich danach, wie es mir geht. Ich gebe mir Mühe, den Eindruck zu machen, als sei so ein Koma nicht mehr als ein etwas ausgedehnter Mittagsschlaf. Überhaupt sind alle ungewöhnlich nett zu mir. Ich erfahre, dass die ganze Klasse im Krankenhaus war und gesehen hat, wie ich apathisch dalag. Einige haben geweint, vor allem die Mädchen. Jetzt behandeln sie mich, als sei ich von den Toten auferstanden. Mir wäre es lieber, sie würden Witze darüber machen. Na, gut geschlafen, Marco? Oder nur noch zweimal schlafen, dann ist Weihnachten. Fände ich auch lustig. Nein. In der Pause dränge ich mit den anderen auf den Schulhof. Ja, steht da so. Von Amelie keine Spur. Vielleicht kommt sie aus irgendeinem Grund zu spät zur Schule. Oder die ersten beiden Stunden sind für sie ausgefallen. Sowas kommt ja vor. Doch auch in der zweiten Pause ist von ihr nichts zu sehen. Enttäuschung macht sich in mir breit. Ich schreibe ihr eine Kurznachricht, doch sie antwortet nicht. Der Knoten in meinem Magen wird immer fester. Gedanken jagen durch meinen Kopf wie Gespenster. Sie bleibt absichtlich weg. Sie hat Angst davor, mich wiederzutreffen. Sie traut sich nicht, mir zu sagen, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben will. Und dann, ihr ist etwas passiert. Der Gedanke trifft mich wie ein Stromschlag. Sofort geht meine Fantasie mit mir durch. Ich male mir aus, wie ihr Vater aus der Untersuchungshaft ausgebrochen und in die Berge gefahren ist, um sich an seiner Frau und seiner Stieftochter zu rächen. Ich sehe mich auf dem Schulhof um und entdecke eine Gruppe von Mädchen, die in Amelies Klasse gehen. Auf meine Frage zucken sie nur mit den Schultern. Vielleicht ist sie krank, meinte eine von ihnen. Als wir gestern Mittag zuletzt geschattet haben, hat sie nichts davon gesagt, dass sie sich nicht wohlfühlt. Nur, dass sie jetzt mit ihrer Mutter zur Bahn muss und sich auf die Schule freut. Was ist eigentlich los mit dir? Fragt Jan. Ich habe nicht mal bemerkt, dass er sich genährt hat. Was soll ich ihm sagen? Dass ich verliebt bin und mir Sorgen um meine Freundin mache? Niemals in der Schule. Niemand in der Schule weiß bis jetzt, dass wir ein Paar sind, falls wir wirklich eins sind. Und wenn es nach mir geht, dann bleibt das auch so. Auf das ganze Getratsche kann ich verzichten, also zucke ich nur mit den Schultern. Siehst ein bisschen blass aus, meint Jan.
Solltest vielleicht noch ein paar Tage zu Hause bleiben. Ich bin okay. Was wolltest du eigentlich von Rebecca? Nicht so wichtig, ist alles, was mir dazu einfällt. Jan zieht eine Augenbraue hoch. Bevor er jedoch nachhaken kann, wird er von einem Tumult abgelenkt, der ein paar Schritte entfernt entstanden ist. Vorzeugen, habe ich gesagt! Das ist die Stimme des Winzlings. Wir nennen ihn so, weil er mit Nachnamen Winz. Wie kann man bitte Winzmann heißen? Und nicht gerade die Statue eines Riesen hat, obwohl er mit seinen 15 Jahren der Älteste in der Klasse ist. Allerdings traut sich niemand, den Spitznamen in seiner Gegenwart zu erwähnen. Denn was ihm an der Körpergröße fehlt, macht er durch Gemeinheit wieder weg. Außerdem sind da die beiden Typen, die ihm überall hin folgen wie treue Hunde. Der eine wird nicht umsonst Schrank genannt, der andere macht immer mit, wenn der Winzling wieder mal einen Schüler aus einer der unteren Klassen drangsaliert, aber auf sich allein gestellt ist, ist er ein totales Weichei. Den Namen des Opfers, das sie sich heute ausgesucht haben, kenne ich nicht. Es ist ein Junge von 12 oder 13 Jahren mit olivfarbener Haut und krausen schwarzen Haaren. Das geht dich nix an! Auch noch frech werden, was? Böchchen! Was mich angeht, bestimme ich immer noch. Immer noch ich, entscheidet der Winzling. Los, zeig es her. Nein. Also gut, wenn du es freiwillig hergibst, muss ich es mir eben holen. Schrank, halt ihn mal fest. Der Junge versucht zu fliehen, doch Schrank ist nicht nur extrem groß und kräftig, sondern auch reaktionsschnell. Das Opfer wehrt sich, hat jedoch keine Chance. Der Winzling greift nach einem silbernen Amulett, das um den Hals des verzweifelt zappelnden Jungen hängt. So, kurz mal ausatmen. Ich sehe mich um, kein Lehrer weit und breit. Ein paar ältere Schüler schauen neugierig zu, ohne einzugreifen. Jan scheint meine Gedanken zu erraten. Halt dich lieber da raus, raunt er mir zu. Du weißt doch, was passiert, wenn man sich mit denen anlegt. Der Winzling zerrt an dem Amulett. Der Junge zappelt und tritt um sich. Wo war ich jetzt? Ah, da. Oder? Ah ja, da. Der Junge zappelt und tritt um sich, kann jedoch mit den Körperkräften von Schranknix entgegensetzen. Nein, nicht! Das gehört mir! Was haben wir denn da? Fragt der Winzling ungerührt und klappt das kleine ovale Silberamulett auf. Ach, wie süß! Ist das etwa deine Freundin? Er kichert hämisch. Der Junge ist außer sich vor Wut. Seine Augen werden ganz groß, so als wollten sie aus ihren Höhlen springen. Das ist meine Mutter, ruft er. Sie ist gestorben, als ich 3 war. Lass das sofort los, du stinkende Ratte. Der Winzling erstarrt. Das wirst du bereuen, zischt er. Niemand nennt mich ungestraft eine Ratte. Ich werde dich... Plötzlich wird es totenstill auf dem Schulhof. Ich spüre einen seltsamen Druck auf den Ohren. Ein Schwindelgefühl packt mich und mir wird für eine Sekunde schwarz vor Augen. Als ich wieder sehen kann, hat sich die Welt verändert. Die Schule ist immer noch da, ein großer grauer Betonklotz, der jedoch irgendwie gröber und gleichzeitig glatter und regelmäßiger aussieht als sonst. Auch die große Kastanie neben dem Eingang ist immer noch da, doch ihr Stamm ist jetzt rechteckig und ihre Laubkrone besteht aus grün gesprenkelten Würfeln. Was da bloß passiert sein wird. Bäh. Aber ich habe ja schon so eine Vermutung, aber egal, lesen wir weiter.
Schade. Ah ja, der Schulhof ist voll von Kastenmännchen, die grell und angezogen sind. Ich selbst trage eine hellblau schimmernde Rüstung und ein Schwert aus demselben Material. Oh nein, bitte nicht. Fassungslos starre ich auf den Kastenmann in hellblauen Hemd und dunkelblauer Hose, der gerade von drei Gestalten mit zerfetzter Kleidung und grünlicher Haut bedrängt wird. Zombies attackieren den armen Kerl mit ihren ausgestreckten Armen, während sie wütende Uuuuhs ausstoßen. Verzweifelt schütte ich den Kopf und versuche, die Illusion abzuschütteln, doch der Schulhof bleibt verwandelt. Ich weiß nicht warum und wie, aber ich bin wieder in der Würfelwelt. Hatte Mom recht und ich hätte noch zu Hause bleiben sollen? Bin ich auf dem Schulhof bewusstlos geworden und erneut ins Koma gefallen? Ohnmächtige Wut steigt in mir auf. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Nicht gerade heute, wo ich endlich Amelie wiedersehen wollte. Immer noch prügeln die Zombie-Halluzinationen auf den armen Kastenmann ein. Mein Zorn überträgt sich auf die Monster. Von Zombies habe ich wirklich die Nase voll. Ich verpasse ihnen ein paar Hiebe mit dem Diamantschwert, bis von zwei Angreifern nur noch verfaulte Fleischfetzen übrig sind, während der dritte die Flucht ergriffen hat. Marco! Mein Gott, was ist denn mit dir los? Übelkeit steigt in mir auf und erneut wird mir schwarz von den Augen. Als mein Sehvermögen zurückkehrt, sieht der Schulhof wieder so aus wie vorher. Beinahe jedenfalls. Der Winzling liegt auf dem Boden und starrt mich mit großen Augen an, als habe er Angst vor mir. Blut quillt aus seiner Nase. Schrank steht krümmt da und hält sich den Bauch vor Schmerzen. Das Weichei sehe ich am Rand des Schulhofs aufgeregt mit einem Lehrer reden. Die beiden kommen auf uns zu. Der Junge mit dem Amulett sieht mich mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Schrecken an. Danke, sagt er. Aber du hättest nicht gleich so ausrasten müssen. Ich drehe mich zu Jan um, der mich erschrocken ansieht. Das war echt gut, Mann, sagt er. Das war gar nicht gut. Hä? Wer hat das denn jetzt gesagt? Keine Ahnung, auf jeden Fall war es das mit diesem ersten Kapitel. Weiterlesen tue ich nicht. Dafür müsst ihr euch selbst das Buch kaufen. Nein, könnt ihr natürlich machen, wenn ihr es spannend fandet, jetzt das erste Kapitel. Ja, das war's dann von mir. Ich verabschiede mich schon mal. Also schon ist gut, das Video ist jetzt bald 23 Minuten lang. Ja, ciao Leute.